Jo, herzlich willkommen zurück zu Katzen mal anders auf YouTube oder auch Wing Commander 3. Oh, was geht denn jetzt ab hier? Storytelling oder gehen wir gerade in eine Mission hier? Das ist wieder dasselbe, ne? Schön am Strand. In Gedanken. Das Bier, das so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel, ist schon klar. Französisch ist schon eine tolle Sache, ja. Wir erwarten einen Waffenkonvoi. Falls wir ihn durch die Blockade durchkriegen, könnte sich die Basis selbst verteidigen. Wir müssen diesen Konvoi schützen, koste es, was es wolle. Viel Erfolg. Jawohl. Ach, ja, das sind also unsere herrlich. Einsatzziele. Schnappmonster Hobbs, oder? Ja, Hobbs. Der kann euch mal eine Runde mit uns fliegen. Das ist immer so, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich mag die Thunderbolt, ehrlich gesagt, ganz gerne. Als Mittelding. Sie hat Torpedo, die haben Raketen, ordentlich Feuerkraft. Ja, und von der Geschwindigkeit her ist sie genau irgendwie, auch von der Wendigkeit her, das Mittelding zwischen dem Arrow und dem Hellcat irgendwie. Die eierlegende Wollmilchsau halt. Tuning hier. Ah, da geht was. Haben wir denn hier? Photon-Gun, Plasma, Laser-Gun. Plasma hatte ein Raumschiff bei dem vierten Teil dann auch später gehabt. Das war ziemlich nice. Lass mal erstmal ein bisschen Sprit verschwenden. Eigentlich habe ich das schon mal angespielt, ja? Gerade gestern oder so. Weil es gibt ja durch Kilrathi Saga einen Windows 95 Patch. Aber ist immer noch mehr Testgelände leider. Als wie wirklich stabil laufend wie die Nummer hier mit der DOS-Box. Naja, gut, weiter geht's. Immer dieses Gesülze. Jo. Lösen und angreifen! Dann greifen jetzt Feind an! Ziehen wir in den Krieg. Tja, kannst du mal sehen. Ich bin noch zur Hilfe gekommen, oder was? Oh. Irgendwie hat es mich da noch gerade erwischt, ne? Was war denn eigentlich hier mit diesem... Irgendwie konnte man nach hier D24 da oben rechts zu sehen, da konnte man noch irgendwas... Ist das ein Reparaturbot oder war das jetzt eine Raketenabwehr? Ich hab keine Ahnung. Ach komm, geh mal weg. Nee, geht nicht mehr, du kannst schon. Zieh dich schon mal warm an. Ein Putzverlauf ist mein Freund. Ich spoiler mal ein bisschen. Verdammte Kacke, ey. Was gibt's da einmal da? Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Eindrucksvolle
Schuss, mein Freund. So, jetzt können wir ja mal gucken. No damage, sagt er. Mit E machte ich das. D22 jetzt hier oben rechts. Was war das noch, ey? Ich habe keine Ahnung mehr. Feindliches Schiff gesichtet gerade. Oh, löst und angreifen! Greife jetzt Feind an! Jo, das ist gut. Selbstverteidigung ist keine schlechte Idee. Oh, Scheiße. Sehr schön. Na komm, wo bist du? Scheiße, Stück. Von diesem Wichsern. Sorry, aber ich muss jetzt mal reißen. Ah. Ich erbärmliche Nachkomme von Ach, Ach ja. Easy going, easy going, easy going, easy going. Feindliches Schiff gesichtet. Das ist jetzt nervig, ey. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! No damage, aber mein Radar ist irgendwie im Eimer, ne? Das blinkt schon irgendwie. Kann da alles nicht hinkommen hier. Ich hab schon mächtig einen mitbekommen und das ist und bleibt auch so. Ja, ja guck mal, ich hab noch Rakete für dich. Wechsel mal das Fahrrad, weil er da drauf geht, dann gehe ich mal auf den los. Oh nee, nicht noch mehr davon, ey. Das ist doch scheiße. Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu vermelden habe. Wie sieht's aus? Nur leichte Schäden zu vermelden. Hm. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Ist schon los. Das ist so. Reicht's aber mal langsam hier. Ja, der hat einen mitgekriegt hier, ja, ganz gut sogar. Ja. Mann, Mann, Mann. Verdammte Seuche, ey. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Ach, war aber geschafft, ja. Ziele erreicht. Sehr schön. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Black Main-Leute schaffen es jetzt allein, Colonel. Unser nächster Stop ist das Stadtzentrum Kilrath oder was in der Nähe. Sie können jetzt landen, Sir. Jo. Dann wollen wir mal gucken, was da jetzt so los ist. Ariel-System. Kilrathi-Gebiet, jawohl. Jetzt wird's aber ein bisschen brenzlig hier. Alter Schwede. Ich sollte eigentlich mal mehrere Spielstände anlegen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sicherer, ne? Ja, kommt demnächst. So.
quatschen wir erstmal mit ihr hier. Nicht jetzt, Partner. Ihr Helden wolltet ja alle unbedingt Erkundungsflüge machen. Das heißt, wir Mechaniker haben keine ruhige Minute mehr. Ja. Abgeliefert, ja, aber so richtig. Go, bro. Wurde auch langsam Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin überrascht. Ihr Lächeln macht sie noch hübscher. Ich kann die Kirathi fühlen, Sir. Jetzt, da wir in ihrem Gebiet sind, droht ihnen nur eins, durch meine Hand getötet zu werden. Na sowas. Man hat sie für die Offensive eingeteilt und schon kommen sie aus dem Schneckenhaus. Ich bin nicht Pilotin geworden, um Kindermädchen zu spielen. Sie hat recht. Sie ist im Einsatz. Sie hat recht. Ja, sie hat recht. Wir machen die Kilrathi fertig. Ich könnte jetzt spoilern. Ich mach das ja nicht ohne Grund. Wir sind Colonel 2. So. Weggebannt. Kommen Sie, versuchen Sie Ihr Glück, Sir. Abheben, das ist doch vorher gestartet, oder nicht? Sie wären überrascht, wie viele Neulinge einfach den Einsatz hinblättern und dann entsetzte Gesichter machen, wenn sie verlieren. Wenn Sie so naiv sind, haben Sie es nicht anders verdient. Ich hörte, dass wir eine Garnison angreifen. Ich habe noch keine Anweisungen bekommen. Ich habe meine Ohren gespitzt. War ziemlich interessant, was ich gehört habe. Es ist mir lieber, wenn ich darüber unterrichtet bin, was wir angreifen. Wissen Sie, das Hauptquartier hat die üble Angewohnheit, alles als militärische Einrichtung einzustufen. Auch wenn es keine ist. Okay. Und ich liebe es, auf Nummer sicher zu gehen. Dann mach dich keine Sorgen. Wir sind nur Piloten. Jo, genau das. In diesem Krieg gibt es nur Militärisches. Das sehe ich anders, Sir. Tja. Der Grund, warum ich gerade gespeichert habe, ist, dass es jetzt interessant werden könnte. Da haben wir gerade gespeichert. Zack, zack, plopp, nochmal dahin. Und zwar nehmen wir jetzt mal das jetzt. Hey, wir sind die Guten. Haben Sie das vergessen? Wir gehen nicht auf Unschuldige los. Das ist der Unterschied zwischen den Kirathi und uns. Meinen Sie? Denken Sie an die Karten. Es gibt viele, die nie nachfragen, was ausgeteilt wird. Nee, kommt dann wohl doch später, was ich gerade angedacht habe. Ja, komm, das müssen wir uns jetzt echt nicht nochmal reinziehen. Ja, 118 Abschüsse, ey, Leute. Man möchte meinen, ich hasse Katzen. Rollins. Fleißig am Arbeiten. Ja, was hat dann zu erzählen, Radio Rollins? Ich bin froh, dass wir die Katzen endlich angreifen. Was denken Sie, Lieutenant? Haben wir nach all dem noch eine Chance, den Krieg zu gewinnen? Möglich. Aber es wäre noch zu früh, über eine Siegesfeier nachzudenken. Mäh. Junge, 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 Junge. Naja. So, es taucht ja niemand mehr auf, ne? Das ist alles... Ja, das hatten wir ja... So, jetzt kann ich wieder den ersten ruhig nehmen. Geht's in die nächste Mission? Colonel, wir befinden uns nun aufgrund Ihrer Flugkünste im Kilorathi-Gebiet. Danke für wir die Blumen. Wir sind stolz auf Sie. Wie Sie vielleicht schon aus der Gerüchteküche erfahren haben, sind wir hier, um die Militärgarnison in diesem Sonnensystem zu vernichten. Wir müssen uns an mehreren Zwischenposten vorbeikämpfen. Hier wimmelt es von feindlichen Patrouillen. Jedes Schiff, das zum Jump Point entwischt, kann die übrigen Kilorathi über unsere Anwesenheit hier informieren. Und das würde bedeuten, dass wir die gesamte Offensivaktion abblasen müssten. Schießen Sie sie ab. Es darf keiner entkommen, Colonel. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Herrlich, der Mumm dieses Mannes. Tja, das sind also unsere Einsatzziele.
Ah, da wäre noch eins. Wir nehmen Cobra mit. Cobra? Weil ich erinnere mich an... ja, genau. Ach du Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, das wird jetzt richtig eklig. Longbow, ja. Wir nehmen das Teil einfach mal. Oh, verdammt. Das ist wieder dasselbe wie immer. Denn jetzt wird's wieder richtig eklig. Das ist wieder so eine der Hassmissionen. Seht, das Ding ist langsam und wendig ist was anderes. Ich werde wahrscheinlich original verkacken, aber naja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt hier. Halt gesichtet, Colonel. Geil, Omar. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Transporter, Transporter. Automatisch nach hinten, deshalb. Nein! Halleluja! Und raus sind wir wieder. Ich hab den Drecksack erwischt! Mann! Mit zur Katze. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Tja. Alle weggeberstet. Feind gesichtet, Colonel. Klasse. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Super. Ja, hier mit Raketen arbeiten ist wahrscheinlich keine gute Idee. Die treffen meistens nicht. Wir versuchen es mal. Schickt mal über einer raus. Oh, doch geklappt. Ja, Mistviecher. Genau, das war's. Das Schiff ist so unwendig, das ist doch ein Mist. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Na Junge, ist ja noch gut von hinten. Achtung, Sir. Feige Stück Katze, du. Weiter geht's. Feind gesichtet, Colonel. Oh, Scheiße, ja, ich erinnere mich. Greifen Sie mein Ziel an! Jetzt wird's eklig. Jungs,
Ja. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Mein Tod ist nahe. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Mich um meinen Sieg betrogen. Einsatzziele erreicht. Ja, geil. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sie haben die Kirati fertig gemacht, Sir. Diese Miezen können die Radieschen jetzt von unten bewundern. Jo. Alles klar zur Landung. Na dann. Tolle Leistung, was? Na, sagst du was, so? Junge, Junge, Junge. Gut, kommt dann später noch anders. Aber naja. Ja, das sieht jetzt noch ein bisschen anders aus. Das Schiff. Aber der Rest ist wieder derselbe. Steig da raus und das war's. So. Köln 3. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, Katzen mal anders auf YouTube.